Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage. Nur hier bei Extra Chill.
ein Drum and Bass Debüt aus der Ukraine. Wir hörten das Stück Awakening, die B-Seite einer Single vom Solo-Projekt Warm Roller, die bei C Recordings erschienen ist und eben dort gekauft und gestreamt werden kann. Warm Roller heißt im echten Leben Max Kudryavsky und wir werden sicher in Zukunft noch mehr von dem jungen Mann hören. Download überall, am besten unter crecordings.bandcamp.com. Ihr Lieben, ich begrüße euch zur 418. Ausgabe von Extra Chill, heute am 1. Juli 2024. Der Sommer ist endlich durchgestartet und falls ihr zu denjenigen gehört, die nichts von Fußball, EM und Public Viewing wissen wollen oder mal eine Pause davon brauchen, dann seid ihr richtig hier, denn ich biete euch eine willkommene Abwechslung zu Fangesängen und hupenden Autokorsos. Und schon wieder stehen heute zwei Dreier-Sets im Mittelpunkt, wobei es sich um die beliebten Songpärchen Plus handelt, also zwei verwandte Musikstücke, die durch ein drittes, das ich dazwischen quetsche, etwas aus dem Konzept gebracht werden. Ein Verfahren, das ich in der Vergangenheit schon öfters angewandt habe, um euch Fans einen abwechslungs- und kontrastreichen Musikgenuss zu garantieren. Im folgenden Fall irritiere ich ein Ambient- und Chill-Out-Stück mit einer hochenergetischen Dub-Techno-Nummer. Wir starten ruhig und entspannt mit einer Neuvorstellung vom Label Mare Nostrum. Das Projekt Ferndance ist Blake Ferndance, also nach seinem Familiennamen benannt. Woher Blake stammt, kann ich leider nicht sagen. Seine Single, die ich gleich spielen werde, heißt Penumbra, also Halbschatten. Eine willkommene musikalische Abkühlung. Nach Ambient folgt danach Dub Techno, wieder eine Neuvorstellung, dieses Mal vom Label Insectorama, wo sich Felipe Costa aus Portugal mit seinem Solo-Projekt Sound Dealer vorstellt. Aus dem Album Delay hören wir das Stück Dub Way to Hell. Und wir lassen das Set mit kosmischer Chill-Out-Musik ausklingen, ganz im Stil der legendären Space Night. Und ich bin mir sicher, dass das Hamburger Projekt Deep North die Kultserie aus dem Nachtprogramm des Bayerischen Rundfunks kennt. Der Künstler ist nach Episode 361 zum zweiten Mal in meinem Podcast zu hören, mit einem Auszug aus dem dritten Teil der Ambient Sessions Compilation vom Label Deep Electronics. Das Stück heißt, passend zum Space Night Sound, Eta Cancri, ein Stern im Tierkreiszeichen Krebs.
kosmische Musik mit einem kosmischen Titel. Das war das Projekt Deep North mit Eta Kankri. Download des Tracks und der dazugehörigen Compilation über das Label Deep Electronics unter deepelectronicspodcast.bandcamp.com und auch überall sonst, wo es gute Musik gibt. In der Mitte des Sets schickte uns der Sounddealer auf den Dub Way to Hell. Ein Auszug aus dem Album Delay, runterladbar gegen eine Spende eurer Wahl beim Label Insectorama unter insectorama.bandcamp.com. Und davor gab es noch eine Neuvorstellung. Das Projekt Fern Dance sorgte für halbschattige Entspannung mit der Single Penumbra. Download unter anderem unter marenostrumlabel.bandcamp.com. Das nächste Song Paar Plus besteht aus zwei Minimal House Tracks mit einem Lo-Fi Electronica Einschub dazwischen. Zuerst gibt es eine Wiederbegegnung mit dem Projekt Phasen, das wir in Episode 415 bislang nur als Remixer erleben durften. Heute tritt Ryan Palmer aus Florida mit einem eigenen Stück an, mit dem wohlbekannten Titel Component aus der gleichnamigen Singleserie vom Label Space Lunch. Ryans Beitrag trägt die Nummer 34. Das Pufferstück in der Mitte stammt von einem Label, das leider nur sehr selten Musik veröffentlicht. Ich spreche vom ungarischen Netlabel Syrup. Hinter der Formation Seeds stecken gleich zwei Elektronika-Künstler, die, wie das Label auch, aus Ungarn stammen. Gábor und Matyáš heißen die beiden und sie betreiben auch jeweils eigene Solo-Projekte. So ist Gábor unter dem Namen Audio Compress bekannt und Matyáš macht solo unter dem Pseudonym Polyklinik Musik. Nun haben sich die beiden als Seeds zusammengetan für das erste Album Current Flow, aus dem ich das Stück Azure vorstellen möchte. Und danach geht's in den Minimal House Sektor zurück und, selbstverständlich muss man schon sagen, steuert auch das Label Deep Wit Recordings wieder ein frisches Stück bei. Hinter dem Projektnamen Future Kings of House SA, wobei SA für South Africa steht, stecken drei DJs aus Soweto bei Johannesburg. Aus dem Mini-Album Rebirth hören wir die Nummer Strange Feelings. Viel Spaß mit diesem tollen Songpärchen Plus.
world. Depression is the leading cause of disability in the world. Depression is the leading cause of disability in the world. In the United States, close to 10% of adults struggle with depression. But because it's a mental illness, it can be a lot harder to understand than, say, high cholesterol. One major source of confusion.
zweimal coole Minimal House Sounds. Zuletzt aus Südafrika vom Trio Future Kings of House SA, das mit dem Stück Strange Feelings das Set abgerundet hat. Download überall sowie deepwitrecordings.bandcamp.com. Am Anfang bekam das Projekt Phasen aus den USA seinen ersten Soloauftritt mit der Single Component Number 34. Ein gratis Download von der Bandcamp-Seite des Labels Space Lunch. Und in der Mitte gab das Label Syrup nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von sich. Wir hörten das Stück Azure von Seeds aus dem Album Current Flow. Download und Infos unter syrup.hu oder bei Bandcamp. Auf meiner Webseite extrachillpodcast.de findet ihr alle Infos und Links zu dieser und den bisherigen Folgen von Extra Chill in den Shownotes zum Podcast. Der dort installierte Webplayer ermöglicht das Anhören und den Download meiner Show. Drückt auf einen der vielen PayPal-Knöpfe, um mich bei meiner Arbeit finanziell zu unterstützen. Lob und Kritik erreichen mich, wenn ihr die E-Mail-Adresse extrachillpodcast@gmail.com benutzt oder kontaktiert mich über das Soundcloud-Profil soundcloud.com/extrachill. Unterstützt meine Gäste bitte mit Spenden und oder dem Kauf der Musik. Das kann ich nicht oft genug betonen. Abonniert Extra Chill über eine der vielen Podcast-Apps wie Overcast oder einem Streaming-Anbieter wie Deezer, YouTube oder RTL Plus und noch vielen anderen Plattformen mehr. Damit sind wir fast durch mit der heutigen Musikauswahl. Aber nur fast, denn für den Schluss habe ich noch ein schönes, ruhiges Ambient-Stück ausgesucht, das ich beim russischen Netlabel Hello Strange auf der Compilation Hello Strange Story No. 13 gefunden habe. In Episode 405 gab das Solo-Projekt Hoplerud alias Stanislav Smoliakov sein Extra-Chill-Debüt. Und der junge Mann ist auf der Compilation mit seinem Stück Ochre vertreten, das mit seinen Ambient Sounds eine Ruheinsel zwischen den vielen Dub- und Minimal-Techno-Stücken ist. Bevor wir uns auf besagte Ruheinsel zurückziehen, möchte ich mich von euch verabschieden, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 14 Tagen, denn am 15. Juli erscheint Episode 419. Macht's gut und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Jetzt fahren wir gemeinsam runter, erden uns buchstäblich mit der Erdfarbe Ochre, ein Ambient-Stück vom Solo-Projekt Hoplerud. Download unter hellostrange.bandcamp.com.